darf man kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Und wir werden Ihnen jetzt mit Hilfe von Professor Morikl die Eröffnung nach Türflügel zeigen und vordemonstrieren. Das Grundprinzip dahinter zwischen dieser türflügelartigen Eröffnung ist der, dass man weniger jetzt vielleicht die einzelnen Besonderheiten sieht, also zwischen Thorax und Abdomen, sondern mehr eine sehr, sehr offene, also eine, sprich eine großflächige Eröffnung macht, damit man im besten Fall, wenn es uns gelingen wird, den Peritonealsack als Ganzes sieht und sie dann in weiterer Folge, also die Großzusammenhänge, sprich die Systematik des Gefäß- und Organsystems in Zusammenschau sehen. Im Gegensatz eben zur anderen Art der Eröffnung, wo eben noch alles getrennt vom Zwerchfell bleibt. Das heißt, wir beginnen nicht nur mit den Vorarbeiten am Thorax, sondern dann zeige ich in der Zwischenzeit, wie Sie im Abdomen beginnen. Prinzipiell, um es vereinfacht zu machen, geht es darum, einen Schnitt zu setzen durch das Sternum in der Mitte über das Abdomen und dann hier, wie, deswegen Türflügel, wie eine Tür es möglich zu machen, dass man in den Thorax und das Abdomen aufklappen kann. Entsprechend benutzen wir dann die Interkostalmuskulatur als Scharniere. Das heißt, wir werden dann nur gezielt die Rippen durchtrennen, damit die Interkostalmuskulatur ganz bleibt und die hält dann das Ganze zusammen. Selbstverständlich werden wir das Zwerchfell in großen Teilen, insbesondere die Anheftungen im ventralen Bereich, müssen wir zerstören. Das ist dann einfach so. Okay. Im Gegensatz dazu, bei der anderen Art der Eröffnung bleibt klarerweise das Zwerchfell intakt. Ansonsten beginnen Sie im Abdominalbereich, indem Sie vorsichtig, Betonung auf vorsichtig, sich hier durch die einzelnen Bauchwandschichten durchpräparieren. Und zwar so, dass Sie eigentlich das Peritoneum intakt lassen und das eben von der Faszie transversalis dann ablösen können. Das erfordert Geduld, da müssen Sie vorsichtig arbeiten und da muss man auf gut Glück hineinschneiden und dann hier wirklich unter Kontrolle beobachten, dass man die Bauchhöhle eröffnet und zwar so weit, dass man mit den Finger hineinkommt und dann in weiterer Folge vorsichtig und stumpf das Peritoneum eben ablöst. Selbstverständlicherweise wird das bei einer Körperspenderin oder einem Körperspender, der voroperiert ist, im Abdomen eher schlecht gehen, da meistens eben bei diesen Vernarbungen das eben dazu führt. Und ja, aber jetzt probieren wir es. Oder? Wie wird es schon da voranheben? Und dann wirklich stumpf mit dem Finger, das ist eine Arbeit für geduldige Menschen, dann wirklich hier stumpf mit dem Finger das Peritoneum ablösen und möglichst wenig Löcher hineinproduzieren. Wirklich so eine kleine Pitzelarbeit, ein bisschen dann wirklich mit dem Finger das, ja, wirklich hier stumpf, vorsichtig das Peritoneum ablösen. Und dann, ja, ihr könnt es dann oben schon zweitwertig da unten rum. Das dauert dann einfach eine Weile, bis ich das unten abgelöst habe und dann wechseln wir um den Thorax. Dann lasse ich euch oben das weiter machen. Ganz klar. Also ja, hier bedarf es eigentlich weniger Worte. Sie schauen zu, konzentriert und erkennen, dass wir das Sternum zentral in der Mitte durchzwicken. Mit einer Schere, die ausschaut wie eine Geflügelschere. Wir haben hier
Da sieht man, da, die Kamera ist drauf, oder? Sie sehen hier sehr schön, Sie führen die Schere unterhalb des Sternums durch. Sie können mit diesem stumpfen Ende mehr oder weniger fast nichts verletzen, wenn Sie ein bisschen aufpassen. Und dann wird sukzessive von kranial nach caudal in der Medianen geöffnet, um uns hier die Grundlage zu schaffen, den ganzen Stamm, wie schon gesagt, türflügelartig zu eröffnen. Sie denken an Weihnachten, Sie sehen das Türchen im Adventskalender mit der Nummer 24 und das ist das Ziel. Da wollen wir hin, natürlich mit einer größtmöglichen Unversehrtheit der peritonealen und mediastinalen Verhältnisse. Es bietet sich dann immer an, eine Seite anzuheben und dann gegenüberliegend unter Sicht stumpf die Sachen tief abzuheben. Man kommt, hier geht es ganz gut, man hört auch ein wenig, wie sich die Pleura hier lösen lässt. Geht nicht immer gut, manchmal geht es schlechter, manchmal besser, das ist halt so. Und ein Fixpunkt der Anheftung bietet Ihnen natürlich das Zwerchfell. Da kommen Sie mit der stumpfen Mobilisation nicht weiter. Das heißt, Sie reduzieren Ihren Kräfteaufwand, weil sonst zerreißen Sie das Diaphragma Thorax. Sollen Sie bitte nicht machen. Dann müssen Sie hier im ersten Zwischenrippenraum die Muskulatur hier noch weiter lösen, um eben dann den Thoraxraum hier weitestgehend nach lateral öffnen zu können. Nicht machen, die Spannung viel zu groß. Ja. Und dann schaffen sie es nicht. Ganz wichtig. Und immer wieder stumpf verdrängen, mobilisieren. Mit ein wenig Geduld geht das. Lassen Sie sich nicht demotivieren. Aber das Patientengut, welches wir haben, hat halt meistens ein langes gelebtes Leben hinter sich mit den einen oder anderen entzündlichen Prozessen oder Operationen. Da sieht man zum Beispiel sehr schön jetzt das Zwerchfell, das jetzt natürlich aufgespannt ist. Jetzt befreie ich das ein bisschen, das wäre Zwerchfell. Ja, man sieht es, man kann es ein bisschen erahnen. Hier ist eine Narbenplatte in der Medianen. Zusätzlich zur Verflechtung im Bereich der Linie Alba. Die Linie Alba an sich macht es schon ein bisschen schwieriger, hier das Ganze stumpf aufzupräparieren. Und mit einer Vernarbung wird es noch viel schwieriger. Die Linie Alba, die weiße Linie, die die Verflechtung der kollagenen Fasern in der, Medianen darstellt. Das ist der rechte Scheide. Linie Alba, weiße Linie. Warum? Weißlicher, dichter erscheint aufgrund der Verflechtung der kollagenen Fasern beider Seiten. Weil ich es gerade sehe, hier mein Finger, Sie sehen diese braunen Muskelfasern, die ziehen hier in die Mediane ein, in die Linie Alba, die spannen hier in der Mediane Directus Scheide mit, das ist nichts anderes als die Muskelfasern des Musculus pyramidalis. Diesen Musculus pyramidalis kann man an sich immer sehr gut darstellen. Bei dem Präparat als Zusatzinformation, da haben wir dann sogar ein Foto gemacht, da war auf einer Seite einer vorhanden und auf der anderen nicht. Was wieder beweist, dass es im menschlichen Körper keine Symmetrie gibt. Während hier noch mobilisiert wird auf dieser Seite, gehe ich auf der linken Seite des Körperspenders her. Kann man jetzt auf zwei Arten machen. Man kann jetzt mit der Säge, wenn man möchte, hier außen kurz ansägen und eine Sollbruchstelle produzieren.
damit man die Rippen nach lateral wegknacken kann. Ja. Man kann auch hergehen beim Geflügel, wenn man es kann oder nicht, ja. Und kann dann gezielt so nach außen brechen. Ja. Passen Sie bitte auf, wenn Sie cool sein möchten und das so machen. Warum? Die Rippen brechen scharfkantig und unter Umständen in Ihre Haut Ihrer Finger. Und Sie bluten dann gleich schnell unangenehm. Ja? Also aufpassen, dass Sie sich bitte nicht verletzen. Also da kann man sich sehr schnell verletzen. Versuch mal das jetzt zu lösen. Ich rate Ihnen, nein, es ist an. Gibt es keine Ausrede, wenn Sie sich verletzen? Eben, ja. Prinzipiell sehen Sie, um den Peritonealsack vollständig zu erhalten, das ist mir nicht ganz so gut gelungen. Das hängt immer ein bisschen Glück, ein bisschen Können, das hängt immer davon beides etwas ab. Nichtsdestotrotz, aber auch, das war jetzt schon ein bisschen ein großes Loch, aber das macht ja nichts. Es geht ja prinzipiell schon auch primär um die Vorstellung davon, die Sie erlangen sollten, damit Sie mal sehen, wie der Peritonealsack ausschaut, weil bei der anderen Art der Öffnung wird der sofort mit eröffnet und zumindest haben Sie hier so grob, ich glaube, das sieht man hier schon auch trotzdem noch, eine Vorstellung davon, was der Peritonealsack ist und welche Organe eben intraperitoneal liegen. Und wenn man das dann noch ein bisschen zusätzlich dann hier noch mobilisiert auf der einen Seite und der anderen, dann kann man das hier wirklich sehr schön dann sehen. Jetzt schreiben wir dann auf der anderen Seite da auch frisch durch. Ja gut, das ist zwar nett. Und jetzt können wir schon auf. Ja genau, und achten Sie bitte auch, dass Sie hier, wenn Sie diesen Schnitt hier führen, dass er schon weit genug oberhalb des Ligamentum inguinale liegt. Also nicht vorher schön einen Leistenkanal präparieren und dann bei dieser Öffnung dann in alles durchschneiden. Okay, also schon mit genügend Sicherheitsabstand. Ja. Also sprich hier wirklich genug Abstand lassen und dann Richtung Vista Iliaca da auch. Gerne mit etwas Abstand, also wirklich nicht ganz genau am Knochen entlang schneiden, sondern mit ein bisschen einfach einen geraden Schnitt hier durchziehen, vorsichtig sein. Aber so weit, dass es halt einfach gut nach außen zu klappen geht. Und jetzt löse ich das noch so ein bisschen ab. Zwischendurch ein Tipp vielleicht für diese abgebrochenen Rippen, da wo ich jetzt bin. Die stehen natürlich so Splitter bzw. Zacken heraus, wenn Sie ein Leichentuch nehmen und das da hineinlegen, dann haben Sie die Verletzungsgefahr quasi gebannt. Ja. Ja. So, oder? Ja. Ich glaube, man sieht das schon in der Übersicht schon gut, trotz Loch. Aber ich glaube, das kann man sich ja schon gut vorstellen, wie das auszusehen hat. Sie können dann auch, weil das Peritoneum sozusagen gelöst ist, dann da schon hineinschauen, aber das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, Richtung Retroperitoneal. Da tun Sie aber bitte jetzt nicht schneiden, sondern heben das einfach an und können dann tasten. Da kann man dann sehr, sehr schön erahnen, was denn da so alles da hinten drin liegt. Also zum Beispiel Niere etc. Gell? Kann man das sehr schön. Und Sie sehen auch da, ich hoffe, das kann man sehen, ja, da wo mein Finger jetzt drin ist, da geht es hinein ins kleine Becken. Aber Sie sehen es, wenn man es aufspreizt, der komplette Peritonealüberzug ist noch. Und da bitte dann, wenn Sie hineinfahren, tasten, ja, aber schaffen es da nicht so hinein. Also sonst nehmen Sie das retroperitoneale Fett mit und dann ist es wieder. Für die nächste Präparation ist das nicht ideal.